Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir ja voll drauf gegangen und Game Over gegangen, was mich nicht so erfreut hat. Und ja, ich habe hier ein bisschen offscreen die ganzen Rätsel nochmal erledigt. Und ja, ich bin jetzt hier nicht rausgegangen und habe geguckt, ob ich irgendwie Gegenstände oder irgendwie sowas habe. Edle Weste, die habe ich neu, okay. Okay, einige Sachen habe ich gemeistert offscreen. Ich habe jetzt nicht notiert, was, weil da hatte ich keinen Bock mehr. Also ja, ihr könnt davon ausgehen, dass ich fast alle Waffen gemeistert habe mit jedem, glaube ich. Und ich bin kurz davor, mit einigen Charakteren noch mal zu leveln. Das sind diese Viecher, die mich getötet haben, glaube ich. Deswegen gehen wir mal und tun ja noch ganz schnell die paar Sachen hier meistern, die ich noch hier kurz vom Meistern bin. Warum steuere ich? Das ist ein bisschen her, seit ich jetzt hier gespielt habe, deswegen stelle ich mich wahrscheinlich ein bisschen doof an. Ich glaube, ich habe die Kostüme von einigen Charakteren ein bisschen geändert. So die Farben. Na, sonst hat sich, glaube ich, nichts verändert. Oh Gott. Diese Priester, die müssen wir töten. Da, gib mir das. Oh. Ich zauber ein, ich tue die Verb zu bieren oder auch nicht. Ja. Ich wollte ihn nicht mit hier erledigen. Okay. So, du noch, komm her. Jetzt mal, glaube ich, ein paar Sachen hier gelernt haben, oder? Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwie Tränke des Lebens oder so nicht mehr habe, aber ich glaube nicht. Wenn ich hier rausgehe, dann muss ich die ganzen Rätsel noch mal machen, deswegen machen wir ja schnell fertig, was hier noch ist. Ich bin zwar gegen den Gegnern ja aufgegangen, aber ich werde ja wohl noch irgendwie den Boss oder irgendwie so schaffen. Wahrscheinlich wieder dieses eine ist. Das haben wir ja letztens voll einfach erledigt, wo ich das Gefühl habe, es war irgendwie einfacher als jetzt eigentlich sein sollte. Was sind das für riesige Blasen? Magilo? Ne, Magilo nicht. Mein Gott, haben wir erst ein von denen erledigt? Was ist das? Ja, okay, mach eine Dempsey-Rolle. Zack. Okay. Ah. Ah, mein Gott, was zum 10 Stück noch, geil. Weil ich hatte gerade 3 SA und die sind jetzt alle weg. Danke, du Pisser. So, Kacke, hat die alle direkt weg sind. Wir haben noch nichts gelernt, wird einige hatten noch ein paar Sachen kurz gemeistert oder so. Boah. Leute. So. Hau irgendwas kaputt. Guck mal, jetzt ja, kann ich nicht einwechseln, stimmt. Wurf. Oh ja, der Blitzangriff, genau. Wurf. Boah. Die habe ich oft, glaube ich, nichts freigeschaltet. Aber ich habe mit einigen Charakteren so Dingens, neue Seelenbrecher irgendwie freigeschaltet. Ich bin mir nicht sicher. Ja, mach den fertig, Rocco. Schlitz. Ja, okay. Sehr gut. Jetzt aber danke, Floridurch, Feuerring, an ihm nur 2. Ja. Ich meine, er hatte 2. Jetzt kann er die einsetzen, mit denen er entweder mehr Windangriffskraft und entweder beide oder ein. Immer die in die Kurogane Dolche. So, Feuerring, Wind oder Wasser. Immer Wind erstmal. So, weiter. Jetzt weiter und hoffentlich brecken wir nicht. Ich habe ja alle Dinge aktiviert, jetzt kommen wir ja durch. Gut. Jetzt schau mal, was da unten ist.
Das ist noch ein Kräutchen. Oh mein Gott, ein Pun. Pun intended. Okay. Aber schon. Wie nennt man das eigentlich in Deutsch? Pun. Schlagwort oder irgendwie sowas. Aber gegen dich muss ich kämpfen. Gegen Baum. Are you kidding me? Oh, was ist denn da drin? Oh, das ist irgendwie bisschen Gänsehautmäßig. Genau, die Dinger sind wir ja am Jagen.感じてた場所はここだよ。どうやらボーの方も大手の友人ね。ワグジュリーの時と同じ感覚。僕が感じてたのは、知脈点だったんだ。さて、こいつをどうする？クワガタみたいに小さくなればつれていけるが。生き死になんてどうでもいいわ。あいつは、ツバイトバトルやれ、いいんかな？こいつを倒して、カノの死の首を潰す。それだけよ。 Mal los, lass mir raten, Feuer ist effektiv gegen dich. Oh mein Gott, du hast, oh nee, nicht irgendwelche blöden Zauber. So, Magilo, Feuer, Feuer wie blöd. Wir irgendwie mit zwei Seelen am Zug für. Ja, weil wir durchs Feuer angekommen. Ja, hab ich gar nicht mehr drin gelaufen. Oh nee. Du bist doch schnell Teufel irgendwie so, ne? Mann. Bringt das was? Glaub nicht. Er ist nicht so wach, wie ich gedacht habe. Ja. Ich kann auch mein Konter einsetzen eigentlich, aber. Ja, wie ist das? Auf jeden Fall setzt er schon automatisch ein. So, Konter. Wurf. Feuer doch drauf, Mann. Boah. Das ist auch ein Feuerangriff, dein Feueratem, oder? Boah, Gegner die ganze Zeit zocken. Boah, Elena. Die fragt die ganze Zeit, habe ich so gefühlt. Das ist auch ein Feuerangriff, Mann. Was machst du gegen... Nee. Ich brauche Magie, du. Oh, jemand, der Magie absorbiert. Was machst du da? Ne? Auf Heilzauber einsetzen. Die bringen sowieso nichts in dem Spiel. So, gib mir das. Ja, bringt natürlich nichts. Er tut direkt danach wieder zaubern. Au, oh mein Gott. Hey, was ist denn hier in letzter Zeit los, ey? Jetzt euch mal einen Seelenbrecher ein und wir kriegen hier voll auf die Fresse. Oh, wir gehen die Tränke des Lebens aus, wenn es weitergeht. Habe ich dann jetzt schon wieder für Krankheit? Ey? Ich muss diesen Riesen ungefähr abwehren. Und da kommt, ich hätte doch noch ein bisschen. Oh, jetzt setzt er seine Dings ein. Geh weg da! Oh Mann! Ich gerade mal von Magilo wegwechseln, ne? Dann kommt der. Boah, ich kann ihn nicht auswechseln, wenn die.
Uff, hat nicht mehr geklappt. Aber ich war unbesiegbar währenddessen. Oh mein Gott, immer wenn ich halt nichts hab. Ja, ich brauche Velvet. Du musst Schaden austeilen, ey. Ach Mann. Und ihr Schaden austeilen, wie blöd. Na komm, mach einfach. Mal wieder ein SA zurück, glaube ich. Hör auf damit. Oh, ey, was ist nicht auf einmal los? Ging echt so stark in letzter Zeit. So. Ich hab die Prügel einer Jahrzehnte gefasst, ey. Hör auf zu zaubern, verdammt. Durch deinen Seelenbrecher ein, der macht nicht so viel. So, einer von euch. So, ich kann ihn nicht einwechseln, auswechseln. So, das setzt in Sicherheit. Also ich brauche noch ein Ding. Nur zwei verdammte Dinger, ey. Ich brauche mehr. Aber wir haben den. 100 schafft, okay. Wir haben jetzt keinen Screech schon aufnehmen, warum nicht? Au, 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 au. Ja, schon wieder drei. So, jetzt aber. Ich hab's mal klappt. Aua. Nein, er zwei. Boah, ich hab doch. Boah. Oh, Kuro. Nein, nicht auf mich. Ich bin irgendjemand fertig. Magilo. Er macht Dings hier fertig, ey. Nix da. Sehr gut. Komm mal kaputt. Einer von euch. Nein, Magilo. Au, willst du mich auf den Arm nehmen? Was ist hier auf einmal los? Hört auf damit. Geh auf mich los, verdammt. Ihr könnt euch hier die ganze Zeit frecken. So, einen Links haben wir nur noch. Jetzt verreck endlich. Oh Gott, das war. Ich weiß nicht, ob wir auch Erfahrungspunkte kriegen, wenn einer kaputt ist, aber trotzdem. Er soll am Leben bleiben, verdammt. Okay. Da ist aber ein Kind drin, hallo. Da hat der Wolf hat Lust, ey. Was? Die Tochter ist in dem Baum, ne? Wenn jetzt noch ein Kampf kommt, bin ich geliefert.
Obwohl, macht ja Sinn, die sind ja auch Therions, ne? Also gleich, was Velvet macht, die kann auch Dämonen fressen. Weil du sie gefressen hast. Also um jetzt nicht die zu töten, ne? Also stehen wir jetzt hier nur da und gucken jetzt oder was? オスカ、マイク。オスカ、セリオは何をしているの？お願い、教えて。エレノは君は知らなくていい。よくない。私が母親を倒したせいでこの子は。例の傲慢を食らったのか。だが君が気に病むことはない。すべては世界の痛みを止めるために必要な犠牲なんだ。傲慢じゃない。あの人は母親だった。この子のたった一人の。 だとしても強き翼を持つものは。だって、いやな。Die Szene hatten wir doch schon mal, oder? Ach ja, genau. Ich muss ja neue Barriere kaputt machen. ほう。情に惚されたか？女の涙は実に危険じゃな。グリモワールの言葉が気になったのよ。殺すのは後でもできる。連れてくならさっさと引き上げよう。敵の拠点に長いは無用だ。いや、das ist verdammt nochmal herausgehen。僕はライフセット。 もうな。一緒にここから出よう。お母さんは一緒じゃないと寂しいよ。寂しくないですよ。離れていてもお母さんはずっとあなたを見守っていますから。どうしてわかるの？私
Ist auch voll putzig. Also mit ihm, ihn lassen wir einfach hier. Das ist die einzige Person, die wir vielleicht töten sollten, damit sie uns nicht weiter auf den Nerven geht. Marathonläufers. Schaltet den Rangbonus für Verkettungen frei. Was bedeutet das? Mit Hilfe des Ventizes, bla bla bla, erhöht werden, wenn innerhalb einer gewissen Zeit nach einem Sieg ein weiterer Kampf ausgefochten wird. Ich weiß es nicht. Ich werde nicht gegen andere kämpfen, deswegen und hi. Uff, echt. Es wäre so einfach, nur zu. Velvet. Ich weiß. Okay. Können die sogar laufen? Ja, er ist jetzt Level 33 wegen dem Kill, ne? Nichts hochgelevelt, ne? Dann hältst du einen Bus auf den Siegrang. Also wenn ich jetzt in den Kampf reingehe, den kaputt haue und dann noch mal, dann bekomme ich mehr Erfahrung oder was? Wenn ich jetzt hier in den reinrenne, und ich würde dann noch mal gegen in einen rein rennen, dann würde ich Bonus bekommen oder was? Rangbonus. Ja, wie darf ich denn jetzt verstehen? SA. Also einfach können die Gegner erledigt sein. Darf einfach nicht wahr sein, ey. Letzte Agonie. Oh, Expedition. Ich habe mein neues Gebiet jemanden hingeschickt. Knackige Pfannengemüse. Wurst der Soße. Rangbonus. Ah, cool. Kann ich einfach in anderen Gegner reinrennen? Das ist aber eine Menge Zeit, die man hier bekommt. Hallo? Das wäre so ein verkackter Priester, dem ich Game Over gemacht haben in letzten Tagen. Fress! Stirb! Nimm das! Und so weiter und so fort. Ihr dürft nicht leben, ehrlich. Warte mal, du hast 4. Hast du eine andere Mystikart gelernt? Guter Halt, hey! 8 Treffer, cool. Weil ich muss die 8 Treffer ausführen, oder? Ah, verdammter Dreck. Wir neue Mystikart sehen. Ja, sobald wir von dieser Insel weggehen, nehme ich auch mal die Dingens hier wieder ab. Hier die Kostüme, die Strandkostüme. Und die passen dann irgendwann. Wenn wir irgendwann in die Wüste gehen, obwohl ja Wüste Schnee, obwohl ich habe in Tales of Exilia 2 auch im Eisgebiet, glaube ich, die Strandklamotten. Hört auf, mich anzugreifen, verdammt. Ja. Oh, hört auf mich an, ich will hier verdammt noch mal die Mystikart einsetzen. Ich komme nicht dazu, weil die ganze Zeit ich pieksen, ey. Ja, das hat nicht gereicht, ist klar. Verdammter Dreck. Mann. Da, hört doch mal auf damit, ey. Bitte. Greif jemand an, da guckt jemand von der Seite und piekst mich. Das ist doch voll unhöflich. Um. Ich war eigentlich nicht mehr cool. Ja, ist glaube ich auf dem gleichen Level wie Baby, ne? Ja, genau, ich kann ja Leute machen. Schockwehr.
nur irgendwelche kleineren Dinger hier zu meistern. Gift wäre Gift, ist war gut, wenn man dagegen gewappnet ist. Vielleicht nicht in dem Spiel, aber sonst nicht. Speichern jetzt erstmal nach dem Kampf. Kann ja sein, dass hier in ganzen 0815 Kämpfen ja noch mal drauf gehen und dann muss ich schon wieder alles neu machen. Ich musste alles neu machen. Oh, mein Rangbonus ist weg. Pff. Ich weiß, ich kann auch ein Dings nehmen, so ein Trank, aber pff, was mal hat überhaupt jetzt hin. Na komm. Wieso war wer? Seht ihr, wenn ich jetzt, wenn ich hier das genutzt hätte, dann hätte ich das nicht gesehen. Oh mein Gott. Warte mal, sind wir einfach verantwortlich für die ganze Bosheit? In Tales of Hysteria? Oh mein Gott, da wäre voll der Plot-Twist. Vielleicht mal vor, alles, was wir hier in diesem Spiel machen, sorgt irgendwie dafür, dass Bosheit auf der Welt existiert. Ich will die Mistart von den Dingen sagen. Boah. So, und den und dann wechseln wir da ein. Wir sind auch den ganzen Super Titel bekommen, dass wir ja ganz halt ein- und auswechseln. Boah. Ich muss immer noch Kuh hier rausnehmen, weil voll Eisen ist auch Level 33. Ah. Joink. Hey. Oh nein. Hab was Schlimmes gesehen. Das war euch. Oh Gott, das wird... Na, guckt euch das wieder an. Alter, hört auf damit. Diese blöden Magier, ey. Ah, ich habe keine Tränke. Boah. Ich fürchten. Keine Tränke des Lebens, fällt mir gerade ein. Ja, wie willst du denn hier flüchten, ey? Alter. Alter. Weil mich kann ich irgendwie... Ey, das geht mir so auf den Nerven manchmal, ne? Dann rennen wir einfach hier raus. Dann werde ich eben aufs Gehen noch mal ein bisschen trainieren, weil ich hier nur die auf die Fresse krieg, ey. Hab ich so ein Gefühl. Boah. Weil der Einkampf mit so zwei von diesen Viechern tot, ey. Boah. Darf einfach die Wahrheit sein. Alter, ja, raus in den Tempel und gehen mal zur blöden Stadt hier, ey. Dorf, was auch immer. Zum Glück habe ich gerade, boah, wenn ich jetzt, boah, wenn ich jetzt gerade nicht gespeichert hätte, ne, hätte ich hier noch mal gegen den Boss kämpfen müssen und so, boah. Wer weiß, ob ich das geschafft habe, hätte. Alter. Die ganze Bos... Was zum... Weil wer voller Plot-Twist, ey. Da ist keine Bosheit. Und jetzt eigentlich nicht hier zurück. Gehen wir zurück zum Dings. Ach ja, ich kann... Okay, hier. Gut, gucken wir mal, was da los ist. Ich muss irgendwas kaufen, hallo. Na, natürlich kommt hier irgendwas.
Was ist denn hier los? Grimo-nee-san, du stand ja? Kaidoku de nanika wakatta no kae? Chiga wa. Kegare ga tsuyo sugite. Yadoya de hon yonderu bae ja nakunatta no yo. Kegare. Sind wir dafür verantwortlich? Nani? Ano karada kara deteru no wa? Kegare ja. Koria genkai ja no. Gomabio! やどやの人まで突然どうして。ゴーマかだ。汚れが溢れた。汚れ。村人の体から出てたあれがゴーマ病の原因だとでも言うの。ゴーマ病とは。ゴーマとは一体何なのです。 まだ遠くには行っていないはずだ。絶対に探し出せ。後で話す。ゴーマが大麻指導も足止めしてくれるだろう。その間に船に戻るぞ。 Will ich nur mal anmerken, dass ich noch einkaufen muss, ne? Co-Trick im Ohr. Von den Schultern. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich werde das mal hier speichern. Ich muss hier jeden Kampf aus dem Weg gehen, weil noch keine Tränke des Lebens, obwohl ich muss hier eigentlich nicht die Kämpfe aus dem Weg gehen. Ich werde ja wohl hier nicht Game Over gehen. Diesen Mini-Viechern. Und dann würde ich sagen, ja, in der nächsten Folge laufen wir und dann hier durch die Gegend und versuchen zurück nach Dingen zu gehen, wo auch immer der Ort. Ach, kann den Dings da hinten auch nicht bekämpfen. Sollt, genau. Gehen wir da ein und dann tschüss.